Hallo! Das ist die schmalste Gasse von Europa und das befindet sich in Città della Pieve, wo ich geboren wurde. Diese Gasse heißt Vicolo Baciadonne und das bedeutet die Gasse, wo man die Frauen küssen darf. Das ist lustig, eh? Dai, andiamo a baciare le donne. Komm mit, folgt mir. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer es war, im Mittelalter für die Frauen mit diesen großen Kleidern durch diese Gasse zu laufen? Wie schön die Sonne. Die Sonne ist wirklich das Leben. Das ist das Theater von Città della Pieve, Accademia degli Avvaloranti. Und ich habe hier mit Macbeth gespielt. Seit 2011 spiele ich mit meiner italienischen Gruppe auf internationalen Festivals in der Welt. Lavatevi le mani. Mettete la veste da camera, non siate così pallido, vi ripeto che manco è sepolto! Letzten Oktober waren wir im Theaterfestival von Tanger in Marokko und ich wurde als beste Schauspielerin für meine Rolle die Lady Macbeth geehrt. Das war wirklich das war bellissimo. Ich liebe meine Heimat. Ich wohne aber jetzt in Berlin und das ist auch eine super schöne Stadt. Ich arbeite seit mehr als 6 Jahren in Deutschland. Ich habe schon mit tollen Regisseuren zusammengearbeitet. Gerne erinnere ich mich an den Regisseur Didi Dankwart. Das war im Film Goster. Didi Dankwart kam zu mir und sagte: Jetzt sollst du wie Anna Magnani streiten. Wie Anna Magnani, capito? È vero? È vero? Non mi guarda così, ti ho detto che non mi devi guardare così e non mi chiama più, Non mi chiama, non ci prova. Ich liebe Anna Magnani. Sie war, aber sie ist noch für mich die beste italienische Schauspielerin. Ich erinnere gerne auch am Dreh mit Christine Schorn. Das Zimmer kostet übrigens 100 Euro. Ich verstehe. Ich habe noch 50. Wir waren auch nur ganz kurz im Zimmer. Und Anja Kling. Das Rohr ist nicht da wegen Streik. Ohne Rohr fahren ist nicht möglich. Ich habe auch ein paar Tatortfilme gedreht. Ich war die Maria, die italienische Frau von Kommissar Coppa. Das war wirklich cool. Wir haben einmal auch in Spanien gedreht. Und das war mit dem tollen Regisseur Roland Suso Richter. Quello di tirare i sacchi, vestite eleganti.